Hallo, das ist mein Blog, das ist mein 44er Reden am Start. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, es ist das Haul-Video. Und es ist vielleicht schon, ja, man sieht es da schon ein bisschen. Boah, da ist Numero Uno, was ich heute alles für euch dabei habe. Ich würde sagen, let's go. Fangen direkt an. Und nämlich ist das etwas, das habe ich noch gar nicht in einer Haul gezeigt, habe ich aber eigentlich schon übelst lange. Also nicht so lange, aber es geht jetzt. Yeah. Nämlich ist es diese frische Bomberjacke. Auf Instagram habe ich auch noch nicht so viele Fotos mit der gemacht, wenn ich überhaupt ein Foto mit der mal gemacht habe. So sieht die getragen aus. Also fittet ganz okay. Muss da vielleicht mal ein bisschen mehr Licht einschalten. Hier noch mehr Licht. Was? Noch mehr Licht? Jetzt habe ich hier Licht. Hier Licht. Und jetzt habe ich hier Licht. Und finde, die sieht nice aus. Und hier an den Ärmeln rührt es so ein bisschen so rimpflig. Geschnitten. Im Video sieht man das jetzt vielleicht nicht allzu gut. Aber nun ja, was soll man denn da machen? Und weg mit dir. Ciao. Und als nächstes haben wir hier wieder eine Jacke. Ich glaube, ich habe fast heute nur Jacken. Nämlich ist es hier so eine Adidas Jacke. Die habe ich. Finde ich auch ganz nice jetzt. Wenn ich schnell ins Training muss, ziehe ich die oft an. Ist ganz okay. Manchmal ziehe ich die auch, wenn ich keinen Pullover gerade, wenn alle in der Wäsche sind, dann nachher ziehe ich den unter der Bomberjacke an. Wenn ich nicht die Winterjacke anziehen will, zum Beispiel jetzt gerade, weil es so kalt ist. Und ja, mal schauen, was haben wir hier denn noch so? Oh, ein Fülli. Ein Füller haben wir hier. Ein Spaß, aber habe ich mir auch gekauft heute, weil mein alten ist irgendwie kaputt gegangen. Ah, wir nehmen gerade das. Ist kaputt gegangen. Und nämlich als nächstes habe ich hier, boom, eine nice Jacke. Und nämlich hatte ich die selbe früher mal, aber die war mir dann zu klein und ich habe sie verloren. Das war auch noch. Und ja, das sieht so aus. Ich ziehe die mal schnell an. Ich hätte mir eigentlich lieber so eine gerippte gewünscht. Aber ja, war halt nicht im Angebot. Nun ja, was soll man denn da machen? Ist von Der Plus hier. Sollte auch ein Name sein, eigentlich. Und ja, ich behalte die gerade mal an. Aber das werde ich nicht lange tun. Ja, wir nehmen jetzt mal das hier. Nämlich habe ich hier einfach ganz gechillt weiße Socken. Ich habe die noch gar nicht. Oh, shit. Ich hoffe, die habe ich jetzt nicht allzu sehr beschädigt. Weil. Oh, scheiße. Ich habe die jetzt schon hier vollkommen zerfickt. Ja, super. Also. Nein, die muss ich so einzeln. Auch wenn es mir ein bisschen. Oh nein, Digga, nee. Alle meine Socken direkt zerstört. Toll. Schaut doch das mal an hier. Das ist doch nicht mehr normal, Alter. Ich beschwer mich, Mann. Was ist das? Ja, danke für zerstörte Socken. Vielen Dank. Ja, die halten jetzt oben noch zusammen. Aber sind halt ziemlich kürzere. Normalerweise trage ich Adidas Socken. Aber ich dachte, ich kaufe mir jetzt noch so kürzere, dass man meine Knöchel sehen kann. Und das nächste ist auch wieder eine Jacke. Nämlich, das sind noch überall so Etiketten hier dran.
So, weg mit dir. Und weg mit dir, Bitch. Und das hier. Ne, warte mal schnell. Ja. Entschuldigung für diese Nebengeräusche, aber das muss jetzt leider gerade sein. Auf jeden Fall hier eine übelst fresche, finde ich. Auch wieder von hier plus der, die es hier angemacht hat. Es gab die noch ein bisschen anders. Ein bisschen anders. Du sprichst gute Deutsch. Und die kann man aber auch runternehmen, aber ich habe die jetzt einfach mal vorerst dran gelassen, weil die ist jetzt auch noch brandneu. Hier so. Die Jacke wieder abziehen und ciao. Und ziehen wir mal die an. Ich habe ja schon so eine ähnliche, aber die war nicht so in meinem Style, wie ich die wirklich wollte. Und darum habe ich mir jetzt die hier gekauft. Auf jeden Fall geht ganz klar. Macht auch ziemlich warm. Hier ist schön hier auch noch Reißverschlüsse und so. Ja, hier Reißverschlüsse. Ich glaube, ihr wisst, was Reißverschlüsse sind. Aber geht dann auch ganz klar. Klar, ich sehe jetzt irgendwie so ein bisschen. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das beschreiben will, aber. Kommen wir direkt zum nächsten Piece. Hier auch wieder von wem ist das? Und was ist das? Skate Nation. Ja. Habe mich jetzt einfach noch gewundert. Ich dachte auch, dass es von der Place hier wäre. So. Ist. Du Scheiße, die halten ja. Boom. Die halten ja immer fester hier. Und das ist auf jeden Fall, ich finde, von der Collabo hier so hell und dann wieder dunkel. Finde ich übelst nice. Und dann hier von dem Print hier vorne drauf. Normalerweise ist das ja einfach so gestanzt mit diesem. Wie heißt das, plastifizierten Dings da? Einfach so gedruckt, wisst ihr? Und das ist aber wirklich hochwertig verarbeitet hier. Also, das hier so, man kann es richtig fühlen, das ist auch so Material. So da richtig hier angemacht. Man sieht hier auch keine irgendwelche Fehler. Perfekt hier auch eingestanzt. Muss ich jetzt das Ganze mal tragen? Nein, wir lassen das heute einfach mal blühen, weil ich will das jetzt quasi sagen. Das geht mal weg. Für das nächste muss ich auch wieder diese Jacke ausziehen und Schaujacke. Und das vorletzte Piece für heute. Es wird ja noch eine andere Folge kommen. Und jetzt kommt's. Nein, Spaß. Scheiße, das ist nur Brot. So, was heißt da nur? Aber auf jeden Fall, das ist eine Jacke. Die wollte eigentlich mehr so meine Mutter, dass ich mir die kaufe. Und ich dachte so, ja, wenn du das willst, dann kannst du das gerne haben, aber ich will sie nicht tragen. Ist es mehr als so eine Wanderjacke, kann man sagen. Weil. Oh, ne, das jetzt. Das muss ich speziell abschneiden. Also ich würde die jetzt nicht so anziehen für in die Schule zu gehen. Nehmen wir das Ganze sieht so aus. Hier die Kapuze. Ganz normal. Aber was mich halt so ein bisschen stört, ist das hier, das so rausleuchtet. Das leuchtet halt auch so in der Nacht, dass man, wenn man unterwegs ist und so. Aber eben, das ist nicht so gerade mein Style. Einfach so zum Wandern finde ich die übelst korrekt. Also geht übelst klar. Und wenn ich jetzt mal denke, meine andere Winterjacke, folgt mir auf Instagram, da heißt Frostyler, dann wisst ihr auch, welche andere Jacke ich meine. Die hat einfach
Die sieht viel edler aus. Und die hat, glaube ich, meine edlere, die kostet 150 und die kostet hier nur 70 Franken. Also eigentlich Preis. Ziemlicher Unterschied. Plus ich habe dann halt noch 30% und so. Also ja. Ich würde sagen, ich hole jetzt mal die Schuhe und wir sehen uns dann gleich. Ja Leute, ich bin wieder hier und oh, was für ein Zufall, der fliegt hier so. Nein, Spaß. Nein, da steht nirgends mein Name. Das heißt, das ist gut. Nämlich ist, könnt ihr schon an dem Karton erkennen, ist Nike Air Force One. Und ich habe natürlich Justins Video gesehen. Also, Grüße gehen raus an dich, Justin. Bisschen cooler Dude. Und hast auf jeden Fall Ahnung von Style. Und er hat halt gesagt, ja, für den Winter sind Air Force auch gut. Er hat halt so ein paar Winterschuhe gezeigt. Und nun ja, wie soll man sagen, eigentlich kann mir halt nicht so alle von diesen Schuhen leisten. Und darum habe ich mir halt einen Air Force gekauft, weil der ziemlich günstig ist. Auch wieder von Zalando. Also Zalando, ich habe kein Problem gegen Product Placement. Dann war natürlich nur ein Spaß. Und für das ganze beste Feeling muss ich natürlich die Schuhe zuerst wieder einräumen. Ich habe sie schon getragen. Ich habe, glaube ich, auch schon so ein Bild damit geschossen. Aber ja, also sie sind in dem Karton. Und das Ganze ist in US 6,5. Und bam! 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 Ja. Ich habe sie jetzt in den letzten Tagen sehr oft gerockt. Finde ich übelst fresher Sneaker auf jeden Fall. So sieht der aus. Man sieht halt jetzt auch schon, dass der ein bisschen schon gebraucht ist. Vor allem an der Sohle. Also, nun ja. Ich habe den mir in dieser Art Collabo geholt, weil ich habe ihn zuerst in ganz schwarz gesehen, aber das Ganze war mir zu glänzend. Und dann habe ich mir halt den geholt. Und ich finde vor allem der hier in dieser Form hier, auch dass der so hoch geht, den sehe ich fast nie auf der Straße bei uns. Also ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland, ja, wie es in Deutschland ist. Aber hier sehe ich den in der Schweiz. Auch wenn ich mal irgendwie verreise oder so, habe ich den, ich habe den noch nie gesehen. Noch nie. Klar, aber auch Air Force, die waren ja mal übelst heftig am Trenden, aber im Moment wieder mal nicht so. Und so sieht er denn auch am Fuß aus. Also eigentlich ganz akzeptabel. Ich habe ihn mir vor allem gekauft wegen diesem Ding hier halt vorne. Ich finde, das ähnelt so ein bisschen den Yeezy und weil ich beim Release keinen Yeezy bekommen habe, ja, das Leben ist hart. Habe ich mir halt so einen geholt und ich finde den auch überhaupt nicht schlecht. Also, ja. Das heißt, die hier sind ganz nice. Und ihr geht jetzt mal weg. Verpisst euch. Ciao, meine Freunde. Und ich würde sagen, das ist auch schon mit diesem Video. Reden ist Kunst. Die nächste Haul wird noch kommen. Ich weiß nicht wann. Wenn die Sachen fertig gewaschen sind, hat es ja auch schon an. Und ich glaube, das sind 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, ich glaube, das sind so 4, nein, 5 Pieces. Ja, schau mal. Wahrscheinlich sind, nein, 6 wahrscheinlich so. Um die 6, 7 Pieces werde ich da zeigen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, Leute!